Ja, Leute, es ist wieder soweit und zwar ein weiteres Opening hier und wir haben etwas ganz Besonderes, denn wir haben hier Tactical Masters. Neues Set. Ich freue mich sehr auf das Set. Hier sind drei neue Archetypes drin, aber ich würde sagen, wir reden nicht so lange, sondern fangen direkt an aufzumachen, denn ich habe eigentlich sehr viel hier zu erzählen, denn unter anderem sind hier eben, drei neue Archetypes, habe ich ja bereits gesagt, und Collector Rares. Und die wollen wir natürlich auch gerne sehen. Denn Collector Rares, zum einen immer vom neuen Archetype natürlich auch welche, aber auch altbekannte Karten sind hier dann eben drin. Wie immer, ich kenne nicht alle Karten aus diesem Set. Wir haben das Set von Konami gesponsert bekommen. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall an Konami. Und ich kenne eben nicht alle Karten hier aus diesem Set. Einfach aus der Tatsache, dass wir es eben so früh bekommen haben. Und hier ist die erste Karte, die ich nicht kenne. Fängt super an. Panel-Fusion. Beschwöre ein Fusionsmonster als Fusionsbeschwörung von deinem Extra-Deck und verwende dafür Monster, die du kontrollierst, als Fusionsmaterial. Falls du zwei Karten in deiner Panel-Zone hast, kannst du auch Karten in deiner Panel-Zone als Fusionsmaterial verwenden. Ja, für Panel ganz nett. Passt übrigens sehr gut, weil Pendulum hier ebenfalls Support bekommt, denn es gibt einen komplett neuen Archetype eben mit Pendulum. Also passt von daher. Kaiserliche Eisenmauer ist hier drin. Interessant. Wie gesagt, ich kenne ja nicht alle Karten. Da kommen wir zu den ersten neuen Archetypen, und zwar Runisch. Runisch ist ein Deck, was quasi darauf basiert ist, eben den Gegner Deckout zu kriegen, denn es verbannt immer Karten vom Deck des Gegners. Hätte ich gedacht. Und das ist eben die permanente Zauberkarte. Fast alles sind Quick Spells, also alles schnell Zauberkarte. Trap Trick ist hier auch drin. Ja, dann wissen wir ja alle, dass hier Trap Trick garantiert eine Collector's Rare. Also das ist ja wohl so 100% sicher. Duelist Alliance passt sehr gut. Pendel ist hier drin. Dann haben wir ebenfalls einen neuen Archetype. Das ist eben ein Fallen-Archetype. Also wir haben hier einen Quickspell-Archetype, wir haben einen Fallen-Archetype und wir haben einen Pendel-Archetype. Und beim Fallen muss man natürlich gucken, wie man das Ganze macht, ob man das kombiniert eben, wie unter anderem halt eben mit Fallensteller oder so, muss man dann eben sehen, womit man das Ganze kombiniert. Werden wir dann halt sehen, was am Ende sich durchsetzen wird. Ist auf jeden Fall sehr interessant, basiert eben darauf auf normale Fallen. Und dann so geht Runisch, die erste Quickspell. Und ihr seht hier, wähle ein als spezialbeschworenes Monster, das dein Gegner kontrolliert, zerstöre es und dann verbanne die obersten zwei Karten des Decks. Also hier seht ihr schon, es ist genau das. Man kann immer eine Aktion tun und dann eben was banishen vom Deck des Gegners. Oder einfach ein Monster vom Extra-Deck spezialbeschwören. Also spezialbeschwöre ein Monster von dem Extra-Deck in der Extra-Monsterzone. Ist sehr cool, das heißt, es ist natürlich ein Extra-Deck-Thema unter anderem, aber hierbei setzen wir auf Fusionen. Also indirekt ist ein Fusionsarchetype. Bloß wir spezialbeschwören sie halt eben so aus dem Deck. Also hier kann man entweder eben Monster zerstören oder was spezialbeschwören. Ist je nachdem, was man eben möchte und braucht, eben sehr wichtig. So. Weiter geht's. Da haben wir schon das erste Pendulum-Monster. Wie gesagt, neuer Pendel-Archetype. Das Besondere bei diesem ist, es basiert darauf, wo die Karten liegen. Also Leute, wo Karten liegen, ist ganz wichtig. Nicht nur bei Magnites, nein, jetzt auch hier bei diesem Archetype. Denn wir können hier Monster, beziehungsweise nicht nur Monster, wir können auch Zauber- und Fallenkarten bewegen. Das heißt, wir können es in die verschiedenen Zonen bewegen und dann haben sie auch Effekte aufgrund der Verschiebung. Was eigentlich sehr interessant ist. Weil, ja, man kennt es so, Set, Pass, so, man weiß, man legt einfach irgendwo hin, aber nein, es ist relevant, wo Karten genau liegen, das ist schon mal sehr cool und das Besondere bei ihnen ist, die können sich quasi alle, je nachdem, unter gewissen Voraussetzungen zum Teil, manchmal auch einfach so, aus der Pendelzone spezial beschwören. Heißt, wir haben hier nicht nur die Pendel, Scales, sondern können eben auch die Karte einfach spezial beschwören. Heißt, wir können erst die Scales machen, dann pendeln quasi und dann sie selbst spezial beschwören. Aber hier auch wichtig, in derselben Spalte, auch hier wieder wichtig, wo eben das Monster liegt. Also ganz wichtig und zusätzlich erhalten sie Effekte, ob zum Teil halt, wo sie hinbewegt werden. Das bedeutet also hier zum Beispiel, wenn eben ein Monster bewegt wird, bekommen sie einen Effekt, was unglaublich gut ist. Und interessant ist, Cosmic Cyclone. Und die nächste Collector's Rare, die ich sehr interessant finde. Ich hoffe, wir ziehen auf jeden Fall eine Collector's Rare. Wie gesagt, wieder von Archetype. Panel-Tausch. Okay, wusste ich auch nicht, dass sie hier drin ist. Aber passt natürlich hier. Schnellverstärker, wusste ich jetzt auch nicht, dass die hier drin ist, aber passt natürlich, wie gesagt, ist eine Quickspell und wie gesagt, Quickspells passen natürlich. Wähle einen Schnellzauber in den Friedhof, außer Schnellverstärker, mische jenes gewählte Ziel ins Deck, falls du diese Karte, die du kontrollierst, durch einen Effekt deines Gegners zerstört und auf den Friedhof gelegt wird, kannst du in deiner Hand einen Schnellzauber auf dein Deck hinzufügen. Ja, das passt natürlich, ne? Recycelt, Astrograph ist hier drin.
Oha, Collector's Rare. Und eben von Fallen-Archetype. Ja, der Fallen-Archetype hat auch Zauberkarten, so ist es nicht. Denn ich hoffe, wir ziehen es noch, denn das wäre sehr cool. Es gibt einen, der kann sowohl Spell als auch Trap searchen. Also ein Monster. Was sehr, sehr gut ist natürlich. Einfach mal, ja, Sucher antimagischer Duft. Okay, die nächste Collector's Rare. Ich glaube, wir können mal, das glaube ich, können wir sogar machen. Wie gesagt, ich weiß es natürlich nicht. Wie gesagt, ich weiß nicht, welche Karten hier neu drin sind. Also zum Beispiel Antimagischer Duft wusste ich jetzt nicht. Ist super gut, super gute Karte und wird auf jeden Fall auch relevant demnächst. Also super gute Karte. Und ich denke mal, in der Vergangenheit war es immer so, da war das dann auch eine Collector's Rare. Und ja, wäre natürlich super. Ja, Kaiserliche Eisenmauer ist weiter. Oh, okay, wusste ich jetzt nicht, dass der hier drin ist, aber nehmen wir mit. Wusste ich auch nicht, aber macht natürlich absolut Sinn, denn ich habe ja schon bereits erzählt, es gibt dieses Panel-Thema, was eben, ja, wo man eben Monster verschieben kann und man kann diese Karte wirklich suchen. Ist eine uralte Karte, ich kenne die noch wirklich aus ganz alten Tagen. Man hat sich da gefragt, was bringt dir das eigentlich? Da gab es noch keine Magnite nix. Was bringt dir das? Das bringt doch gar nichts. Ja, jetzt, es bringt dir was. Sie ist suchbar, also natürlich super sinnvoll, dass sie hier drin ist. Oh, toll, König hier. Auch interessant, passt auch wieder zum Fallen-Archetype. Normale Falle kann man darin spielen, also passt natürlich. Und ja, Lilith. Sehr guter Reprint, aus gutem Grund, denn den neuen Fallen-Archetype kann man theoretisch mit Lair of Darkness kombinieren. Und hier haben wir eben das erste Exact-Monster für das Deck-Out-Deck-Thema. Ist halt ein Fusionsmonster. Und ja, das ist Nummer 1. Sehr gut. Also ich bin bisher schon sehr zufrieden. Und ich finde es so interessant, einfach zu sehen, welche Karten hier noch drin sind. So, hier haben wir das erste andere Panel-Monster. Wir haben nämlich zum einen Wassermonster, zum anderen Feuermonster. Die sind quasi ein bisschen gegensätzlich. Und ja, das sind halt quasi Maschinen und das sind halt alles Hexer. So, das ist halt eben der Archetype. Sie können sich halt, die helfen quasi indirekt untereinander sich. Dann haben wir Runisch, wie gesagt, ne? Monster banishen, aber was kann sie? Wähle ein offenes Monster auf dem Spielfeld. Das nächste Mal, wenn jedes Monster in diesem Spielzug durch Kampf oder Karteneffekt zerstört würde, wird es nicht zerstört. Hier können wir also protecten. Zusätzlich kann diesen Spielzug nicht angreifen. Dann, nachdem der Effekt aufgelöst wurde, verbannen 3 Karten deines Gegners. Also ihr seht hier wieder, verbannen ist halt the way. Oh, Kompuls! Okay, nächste Collectors Rare. Lockbird! Nächste Collectors. Lockbird den Collectors. Es wäre so schön. Wieder Fallen Archetype. Sündenburg vielleicht. Und nochmal der Pendel Archetype. Wie gesagt, habe ich ja schon erzählt, sie können sich selbst spezial beschwören. Beziehungsweise kriegen Effekte, wenn sie halt bewegt werden. Hier ist der erste. Oh mein Gott, ich habe es gesehen. Es ist eine Collectors Rare. Oh nein, wir haben eine Collectors Rare. Okay, weiter geht's. Ja, für den Fallen-Archetype kann sich selbst spezial beschwören, wenn eine Falle aktiviert wird. Und beschwören, falls sie gerade spezial beschwören wird, du kannst eine normale Falle, die du, die nur aktiviert wird. Genau. Genau, du kannst eine Karte aus dem Deck setzen, die nur aktiviert wird bei einem Angriff. Ist halt, wie gesagt, Fallen setzen. Allgemein zu dem Fallen-Thema kommen wir gleich noch. Ich glaube, das ist ganz gut. Okay, Bärenblocker ist hier drin. Ja, das wusste ich auch nicht. Pendelfusion halt auch nicht. Und was haben wir? Oh! Oh. Okay, warte, sieht man es? Ja, man muss es sehen. Ja, ihr seht es hier. Oh! Ey, der Effekt. Ich liebe Collectors Rare, ne? Collectors Rares sind so schön. Sind so schön. Es ist unglaublich. Sehr, 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 sehr schön. Die ist übrigens sehr gut, weil das ist einfach, ja, der Spell Searcher. Nice. Also du kannst sie in eine Panelzone legen. Ja, du kannst sie dann. Du kannst diese Karte als Spezialbeschwörung in der Main-Monster-Zone in der eigenen Spalte beschwören. Also das heißt, wir können sie in eine Panel-Scaling spezialbeschwören. Sehr nice. Und dann, wenn sie spezialbeschworen wurde, in den Zug, kann sie halt eine Spell searchen. Also super gute Karte auch. Für das Deck-Thema natürlich. Tipptopp. Nehmen wir mit. Alter, einfach eine Collectors Rare. Also Collectors Rare habe ich wirklich Glück. Duelist. Das Cosmics. Oh, der zweite. Sehr gut. Wir wollen 3 natürlich. Schalter auch. Und nochmal aufblitzendes Feuer. Die haben wir schon gezogen. Die brauchen wir nicht durchgehen. Ich hätte natürlich. Collectors. Komm, noch eine Collectors. Trap Trick als Collectors Rare. Es wäre so schön. Das ist auch die zweite. Sehr. Antimagische Duft.
Die zweite, sehr gut, Playset is incoming. Und aus irgendeinem Grund will meine Kamera heute nicht so, wie ich will. Machen wir mal so. Dann haben wir Schnellverstärker, Runisch und, oh, Königswissen. Das ist übrigens die Field Spell zu den Pendel Archetype. Und das Besondere hierbei ist halt einfach, dass wir eben, wenn wir sie aktivieren, den Gegner ebenfalls eine Field Spell geben. Und wenn wir den Gegner eine Field Spell geben, dann können wir eben, wenn wir Gegner Field Spell geben, können wir eben den Effekt erst nutzen, weil wir brauchen zwei auf dem Feld. Und natürlich, wenn der Gegner schon eine hat, ist das egal. Und hier können wir eben Zauber, also Monster aus der Zauber- und Fallenkarte zum Spezial beschwören. Also ihr merkt hier sehr wichtige, eben wie die ganzen Zonen sind. Weiter geht's. So, gehört zum Fallen-Archetype. Jack. Jack hier drin. Heute ist meine Kamera wieder on fire auf jeden Fall. Ja, Düsen-Jack. Passt natürlich zum Fallen-Archetype. Cosmic Cycling, der dritte, nehmen wir natürlich mit. Und, Kummer des Unterwelts. Des Unterwäldlers. Eine gute Karte, wurde schon benutzt, aber vielleicht ziehen wir sie. Wir haben sie bisher noch nicht gezogen. Es gibt eine neue Falle, die im gleichen Stile ist. Also im Sinne von, mach etwas und dann lege etwas in den Friedhof. Kommen wir hoffentlich noch zu. Schalter, die dritte, Zwangsbegrüßungsgerät und nochmal ihn. Ich finde es übrigens sehr interessant. Es wirkt sehr feurig, also als würde er mit Feuer kämpfen. Er ist aber Wasser, also ich will da nichts sagen, ne? Wer ist das ja? Wasserfeuer oder so? Keine Ahnung. Weiter geht's. Oh, die Dame des Jammers ist ja auch drin. Passt natürlich. Neurunisch, falls der Gegner eine Handkarte oder mehrere Karten von der Decke hinzufügt, außer wegen der Drawphase, wirf eine zufällige ab und dann banische. Ja, also wie gesagt, hier banischen oder ein Spezial. Bärenblocker, den haben wir wirklich. Tollkühne gehen das zweite Mal, auch gut. Und nochmal, Defeat Spell, ist es die gleiche oder ist es die gegensätzliche? Nee, ich glaube, das ist die gegensätzliche. Ja, es ist die gegensätzliche. Also wie ihr seht, es gibt halt zwei Defeat Spells. So, macht ja auch Sinn, ne? Wenn du eine aktivieren kannst, wenn du die andere aktivierst und dann halt erst der Effekt funktioniert, ist natürlich klar, dass das Ganze eben ist. So, Sündenbock, auch das zweite Mal. Und wir haben, oh, und da haben wir genau die Karte, die ich eben meinte, wovon wir reden wollten. Das ist super rare, wusste ich auch nicht. Falls du einen Unterweltler-Monster kontrollierst, das ist die doch nicht, Entschuldigung. Aber hier, falls du einen Unterweltler-Monster kontrollierst, wähle eine Karte auf dem Spielfeld, zerstöre sie. Dann kannst du ein Unterweltler-Monster von deinem Deck auf den Friedhof legen. Ach doch, das ist sie doch. Oh Mann, ich mache hier heute Sachen. Ja, super gute Karte. Unterweltler ist nicht auf Themendeck gelockt. Bedeutet also, wir können das Ganze in jedem Unterweltler-Deck spielen, was sehr, sehr cool ist. Und zusätzlich dürfen wir dann eben was zerstören und noch was reinlegen. Also, die Karte ist ziemlich, ziemlich gut. Ich denke mal, das ist auch eine Karte, die wirklich interessant werden könnte, eben auch für das andere, ein oder andere nicht themeneigene Deckthema. Wie gesagt, hier das gleiche. Hier müssen wir zwar kein Monster kontrollieren, aber wir können halt eben auch einen Unterwäldler in den Friedhof fliegen. Ne? Sehr gut, Pendelfusion und nochmal eben von dem Pendel. Bei Pendel muss ich eins sagen, was sehr, sehr schade ist. Wenn die ganzen sich spezial beschwören, haben wir ein großes Problem, denn, Achtung, wir können hier nochmal lesen. Ja, zusätzlich kannst du für den Rest des Spielzugs kein nicht themeneigenes Monster als Spezialbeschwörung schwören, außer vom Extra-Deck. Keine nicht-wolligen Monster als Spezialbeschwörung schwören, außer vom Extra-Deck. Ah, vom Extra-Deck dürfen wir noch. Ah, das ist ja interessant. Zusätzlich kannst du für den Rest des Spielzugs kein nicht als Spezialbeschwörung schwören, außer vom Extra-Deck. Okay, interessant. Das habe ich. Ich dachte echt, du wirst gelockt komplett, aber wirst du gar nicht. Also wir dürfen hier also vom Extra-Deck noch andere Karten beschwören. Dritte Sündenbock, antimagische Duft, dritte, nochmal, nehmen wir mit. Buch ist hier drin. Oh mein Gott, Book. Book ist hier drin. Book. Okay, nächste Collector's Rare und nochmal Giri. Ebenfalls, wie gesagt, das Fusionsmonster zu dem. So, das war die erste Hälfte. Bin sehr zufrieden, kann mich nicht beschweren. Sehr zufrieden bin ich. Schon. Wir haben einfach der Collector's Rare gezogen. Ich meine, was will man mehr, ne? Dann haben wir Jack. Wieder haben wir jetzt auch schon dreimal gezogen. Und oh, willkommen. Das ist die Trap, die normale Falle, wer jetzt gedacht, für den Archetype passt ja. Beschwöre einfach ein themeneigenes Monster als Spezialbeschwörung von deinem Deck. Ja, das ist sehr, 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 sehr gut. Passt natürlich, können einfach was Spezial beschwören. Ist schon mal nice, das ist der erste Effekt. Ja, aber du kannst kein Monster Spezial beschwören von Deck oder Extra Deck beschwören.
Das ist natürlich ärgerlich, aber ich denke, lässt sich verkraften. Dafür, dass wir einfach ein Monster for free bekommen, das ist dann sehr gut. Falls ein Monster das Spielfeld durch eine normale Feindkarte verlässt, solange diese Karte in Friedhof befindet, außer in dem Spielzug, in dem sie dorthin gelegt wurde, du kannst diese Karte setzen. Also das heißt, wir können sie auch wieder setzen. Ja, ist halt, wie gesagt, mit Fallen. Die können sich alle, nicht alle, wichtig, aber viele können sich eben wieder aufs Feld setzen, beziehungsweise man kann sie recyceln, was natürlich sehr, sehr praktisch ist. Und hier übrigens, der Hammer sieht sehr geil aus vom Artwork her. Verbanne obersten Karten deines Decks, deines Gegners bis zur Höhe der Anzahl der Karten, die er kontrolliert. Das kann schon scheppern. Also ich stelle mir gerade so vor, erster Zug, Pot of Desires, ersten 10 Karten weg, Combo, Full Combo. Ja, und dann machst du Dark Ruler zum Beispiel. Er kontrolliert irgendwie 6, 7 Karten, aktivierst die, ist er gefühlt schon Deckout. Wäre schon sehr, sehr, sehr lustig auf jeden Fall. Jack, Oberster, nochmal Tollkühe, die zweite. Und nochmal die Falle, das ist sehr, sehr gut. Und heute, tut mir leid, Leute, die Kamera will nicht, wie ich es möchte. Weiter geht's. Der zweite Schlossvogel. Schlossvogel nehmen wir natürlich mit, habe ich kein Problem mit. Ups. Schlossvogel nehmen wir mit. Das ist der zweite, ne? Ja, zweite Schlossvogel. 20 Sekunden. Trapjig auch komplett. Und nochmal Runisch. Und hier ist es: Dein Gegner zieht eine Karte, dann verbanne die obersten 4 Karten seines Decks. Also, ihr merkt, verbannen ist hier auf jeden Fall sehr, sehr, sehr oft vertreten. Ich mag die Mechanik. Also, der ein oder andere, der mich kennt, der weiß, ich habe schon mit ein oder anderen Streamen das ein oder andere Deck-Out-Deck gespielt. Einfach, weil es einfach lustig ist. Also ich finde es interessant. Nochmal die Feedspell, auch sehr gut. Und von daher gefällt mir natürlich dieser Archetype sehr. Ich bin gespannt, was man daraus machen kann. Tollkönig Gier, das war die dritte, glaube ich jetzt, ne? Nochmal Bug, zweites. Sehr, sehr gut. Und Sündenbock und nochmal für das Pen. So, wir haben noch, sage und schreibe, 6 Booster. Und vielleicht, also 2 Collectors, wäre natürlich krass. Aber Ich würde nicht Nein sagen. Nochmal ihn. Wir schwingen. Ja, wie gesagt, Fusionen, die du nicht fusionsbeschwören musst, weil sie sich einfach spezial beschwören vom Extra-Deck. Wichtig, sie können dann nicht vom Friedhof, oh, noch ein antimagischer Duft, nicht vom Friedhof wieder gerufen werden. Noch ein Buch, drittes Buch, sehr, sehr gut. Und, das ist die Field Spell für den Fallen-Archetype. Sehr cool. Und zwar, sie kann nicht so, falls du eine gesetzte normale Willkommen-Liebesfalle aktivierst, das war die Ultra, die wir eben hatten, kannst du diesen Effekt jener Karte bei der Auflösung diesen zusätzlichen Effekt hinzufügen. Das heißt, sie hat einfach noch einen Effekt. Und zwar, zerstöre danach eine Karte auf dem Spielfeld. Einfach die Karte zerstören ist gut. Falls du eine normale, nicht themeneigene Fallenkarte aktivierst, außer wegen des Damage-Steps, du kannst eine Unterweltmonster als Spezialbeschwörung von deiner Hand oder deinen Friedhof beschwören. Auch sehr gut. Heißt, wir können ihr Monster wiederbeleben. Also ist sehr gut. Also es funktioniert sehr gut. Ich bin gespannt, was man daraus machen wird. Allgemein finde ich die drei Archetypes sehr interessant. Und ich denke, man kann da auf jeden Fall das eine oder andere daraus machen. Nochmal, ey, das ist wirklich gut. Na, viele würden sich jetzt sagen, oh mein Gott, du ziehst einfach doppelt und dreifach die Karte. Ja, die Karte willst du auch dreimal haben. Also wirklich. Perfekt. Ich bin interessant, ob man den brennenden Abgrund oder so spielt. Ich dachte, ohne Ultra-Ware. Ohne Ultra-Ware, da habe ich schon gespoilert hier. Eine Ultra-Ware, weiter geht's. Pendel, Kaiserlich, Fallentrick. Ich will jetzt dieses... Sieht echt hübsch aus. Ich finde auch sehr interessant hier die Darstellung einfach. Sieht aus wie so ein Verkaufsladen oder so, eine Ausstellung. Zerstöre eine, füge deiner Hand einfach eine Spielfeldzauberkarte hinzu. Du kannst dann folgenden Effekt ausführen. Zerstöre ein Panel-Monster-Karte, die du kontrollierst. Und falls du dies tust, füge deiner Hand eine, das ist eben diese Schalterkarte, Sucherkarte von der Deck hinzu. Das heißt, hier können wir die Fieldspell suchen und uns den Schalter suchen. Ich habe gesagt, den Schalter kann man suchen. Wir ziehen sie praktisch. Praktisch, praktisch, praktisch. Definitiv. Weiter geht's. Cosmic. Cosmic haben wir jetzt auch echt gut gezogen. Und nochmal die Feedspell. Feedspell haben wir. Neue 2 Booster. Mal gucken, ob wir da noch was Schönes zaubern. Auch Anti. Fast Doppel-Playset komplett. Das ist sehr, sehr schön. Und wir haben nochmal eine Runisch-Karte. Und zwar wähle ein Effektmonster, sein Gegner kontrolliert, annulliere seine Effekte. Dann verbanne die obersten 3 Karten. Wie gesagt. Verbannen, erst Effekt ausführen, dann verbannen oder einfach ein Fusionsmonster eben vom Extra-Deck. So, und letztes Booster, Zwangsbegehungsgerät, Kaut, der dritte, ne? Ja, der dritte Kaut und nochmal die Feedspell, das ist uns aber komplett egal. Wir gehen jetzt hier durch, was wir haben, denn
Ich bin sehr zufrieden. So, können wir mal. Hallo, Karten. Also zunächst einmal natürlich unter anderem das Highlight überhaupt. Wir haben eine Collector's Rare gezogen. Ich glaube, da brauche ich nichts zu sagen. Das ist auf jeden Fall das Highlight schlechthin. Dann haben wir hier eben Dame drin, was halt sehr gut ist. Tollkönig Gier drin, Kaiserliche Eisenmauer. Ich vermute mal, das sind halt eben Collector's Rare. Wird sehr schön aussehen, freue ich mich auf jeden Fall drauf. Trap Trick vermutlich halt auch. Antimagischer Duft als Collector's Rare wäre auch cool, aber nur als Rare reicht auch schon. 5 Stück nehmen wir mit. Kautz, meine ich, dass wir ein Playset haben, gucken wir gleich nochmal. Die Ultra Rare, die Feinkarte, einfach auch dreimal. Wie gesagt, finde ich gut, finde ich super. Gefällt mir sehr gut. Sehr nice. Dann die Field Spell. Book, dass hier Book drin ist, ist interessant. Hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt. Weil es ist eine Quickspell, okay, das ist ein Argument. Aber ansonsten passt es an sich hier nicht rein. Dann noch Honisch, wie gesagt. Trap Trick, Zwang, das ist der zweite Kauz. Cosmic, auch immer gute Karte. Willkommen, Zwangsverkürzungsgerät. Cosmic, Sündenbock. Sündenbock finde ich auch sehr interessant hier drin. Da ist der dritte Kauz. Ja, wir haben wirklich drei gezogen. Und nochmal die Cosmics. Und hier nochmal dreimal dann der Kauz. Ja, warte, komm, so, dreimal der Kauz und zum Schluss unsere Collector's Rare. Ich würde sagen, ich kann mich nicht beschweren. Mir gefällt das Set wirklich und es ist echt eine Überraschung, wenn man eben nicht weiß, dass zum Beispiel hier Kauz drin ist und man nicht weiß, dass hier Trap Trick drin ist, nicht weiß, dass hier antimagischer Duft drin ist. Es ist echt wie Weihnachten. Ja, aber das war es jetzt hier von Opening. Ich wünsche euch jetzt noch sehr viel Spaß beim Duellieren und man sieht sich auf jeden Fall. Bis bald!